Seit Jahren führt der Westen einen Geheimdienstkrieg gegen Al-Qaida. Im ersten Teil haben wir die Strategien der USA beleuchtet. Entführungen, geheime Verhöre und Folter. Aber in den letzten Jahren ist dieser geheime Krieg in eine neue Phase eingetreten. Das Beste, was es gibt. Jetzt sind wir wieder oben auf. Haben Sie ihnen erlaubt, Drohnenangriffe in Pakistan zu fliegen? Nein, das habe ich nicht. Sie haben dem nicht zugestimmt? No. Al-Qaida geriet immer mehr unter Druck. Aber das Netzwerk passte sich an und schlug mit tödlicher Wirkung zurück. It's not watch. It's a detonator. To kill as much as I can, inshallah. Ich habe die Entwicklung seit dem 11. September beobachtet und mit Schlüsselfiguren des Geheimdienstkrieges gesprochen. Darunter auch mit der früheren Chefin des MI5, die in ihrem ersten Fernsehinterview beschreibt, wie die Bedrohung eskalierte. Wir standen unter extremem Druck, denn die Aufgaben und Entscheidungen, vor denen wir standen, waren gewaltig. Der Kampf gegen den Terror dauert nun schon Jahre. Wird der Westen gewinnen? Und ist die Gefahr eines Anschlags viele Jahre nach 9/11 geringer geworden? Flughafen Schiphol, Amsterdam. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2009 fliegt Jesper Schuringer auf dem Flug 253 in die USA, um seine Schwester zu besuchen. Am Anfang des Fluges war alles wie immer. Alles war ganz entspannt. Ich habe geschlafen und dann gefrühstückt. Das Flugzeug war im Landeanflug. Plötzlich hörten wir eine Art Explosion. Eine heftige Explosion. Wenn du so etwas in einem Flugzeug erlebst, bleibt dir echt das Herz stehen. Jesper handelte instinktiv. Er stürzte sich auf den Attentäter. Er fummelte irgendwie an seiner Unterhose rum. Dann griff ich nach dieser Bombe. Das war ein wirklich seltsames Teil. Und sie brannte. Er wehrte sich und Flüssigkeit aus diesem Sprengsatz tröpfelte auf den Boden. Meine größte Sorge war, dass das Flugzeug Feuer fangen würde. Er sah panisch aus und zitterte. In seinem Blick war dieser tote Ausdruck, als ob er dachte, er wäre schon nicht mehr da, als ob er schon im Himmel wäre. Ich schrie ihn an, was ist los mit dir und wie kannst du sowas machen? Und dann schlug ich ihn. Umar Farouk Abdulmutallab hatte eine Bombe in seine Unterhose eingenäht. Sie enthielt den hochexplosiven Sprengstoff Nitropenta. Er hatte versucht, eine Explosion auszulösen, die das Flugzeug zum Absturz gebracht hätte. Am nächsten Tag fand ich dann heraus, dass dahinter das Terrornetzwerk von Al-Qaida steckte. Acht Jahre nach dem 11. September konnte Al-Qaida immer noch die Sicherheitsvorkehrungen eines europäischen Flughafens aushebeln. Nur Sekunden hatten gefehlt und das Flugzeug wäre über einer amerikanischen Großstadt explodiert. Der Attentäter Umar Farouk Abdulmutallab war der CIA als Extremist bekannt. Aber er wurde nie daran gehindert, ein Flugzeug zu besteigen. Das war nicht der Plan. Seit dem 11. September wurden die Antiterrorbudgets der Geheimdienste auf beiden Seiten des Atlantiks massiv aufgestockt.
In Großbritannien stiegen die Mittel des MI5 nach den Anschlägen 2005 in London nochmal deutlich an. Schon vor diesen Anschlägen waren die Geheimdienstchefs gewarnt gewesen durch eine schiere Flut von Anschlagsplänen, mit denen sie sich konfrontiert sahen. Wir standen unter extremem Druck, denn die Aufgaben und Entscheidungen, vor denen wir standen, waren gewaltig. Bei meinem Amtsantritt bat ich deswegen den Premierminister und das Kabinett um beträchtliche zusätzliche Mittel, um diese Probleme bewältigen zu können. Sie waren viel größer als ursprünglich angenommen. Im Sommer 2006 machten sich die Extraausgaben bezahlt. Britische und amerikanische Geheimdienste waren einem Plan für den größten Terroranschlag seit dem 11. September auf der Spur. Mit weitreichenden Folgen für Millionen von Flugpassagieren. Das war und ist bis heute der bedeutendste Anschlagsplan der letzten 10 Jahre. Ich glaube, dass das der Angriff zum 5. Jahrestag werden sollte. Die Pläne waren sehr ambitioniert und umfangreich. Die Technik war einfach. Der Plan sah vor, Sprengstoff in Getränkeflaschen durch die Flughafensicherheit in Heathrow zu schmuggeln. Sie entwickelten einen innovativen Zweikomponenten-Sprengstoff in flüssiger Form. Bringt man die beiden Flüssigkeiten zusammen, hat man eine explosive Mischung. Das wird als Gatorade oder irgendein Softdrink getarnt und geht mit an Bord. Wahrscheinlich hätte es auch funktioniert. Was dieser Flüssigsprengstoff in einem Flugzeug bewirkt hätte, zeigt das folgende Experiment. Wir haben die gleichen Bestandteile und Rezepte verwendet wie die Attentäter. Der Plan war, Bomben auf 7 Transatlantikflügen gleichzeitig detonieren zu lassen. Das wäre ein Angriff von britischen Staatsbürgern gegen die USA und Kanada gewesen. Wenn die Explosionen mitten über dem Atlantik stattgefunden hätten, hätten wir wahrscheinlich nie herausgefunden, was da wirklich passiert war. Die Luftfahrtindustrie wäre zum Stillstand gekommen oder zumindest für Jahre schwer geschädigt worden. Für Al-Qaida wäre das ein immenser politischer Erfolg gewesen. Aber die Ausweitung der verdeckten Überwachung in Großbritannien und den USA hatte Ergebnisse gebracht. Der Umfang der Überwachungen war riesig. So groß, dass wir einen vollständigen Einblick in Planung, Experimente und Aktivitäten dieser Leute hatten. Wir waren uns ziemlich sicher, dass wir die öffentliche Sicherheit gewährleisten und trotzdem weiter Hinweise sammeln konnten. Die Polizei nahm die Verschwörer fest. 6 junge britische Muslime wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Es war ein beispielloser Erfolg des Westens in seinem geheimen Feldzug gegen den Terror. If they were conducting that plan, 2000 oder 2001 hätten unsere Sicherheitskräfte gegen diesen Plan keine Chance gehabt. Aber wir haben uns angepasst. Wir sind besser geworden. But we've changed. Heute ist es für sie viel schwieriger, solche Pläne umzusetzen. Aber was als nächstes passierte, zeigte, dass die Geheimdienste noch immer vor großen Schwierigkeiten standen. Die Anschlagspläne auf die Flugzeuge wurden, wie viele andere auch, nicht in Großbritannien, sondern von Pakistan aus geplant, organisiert und gesteuert. Einer der Anstifter war der in England geborene Rashid Rauf. Ein Bäckerssohn aus Birmingham. Rauf lebte nun in Pakistan. Rashid Rauf war eine Schlüsselfigur bei der Planung und Durchführung des Anschlags.
Er war das Bindeglied zwischen dem Netzwerk in England und der Führungsriege von Al-Qaida in Pakistan. Kurz bevor die Attentäter in Großbritannien verhaftet wurden, fassten die pakistanischen Behörden Rauf. Doch nur 16 Monate später gelang ihm die Flucht. Auf dem Rückweg vom Gericht bat er, an einem Schnellrestaurant zu halten. Dann fragte er, ob er in der daneben liegenden Moschee beten dürfe. Während seine Wächter im Auto warteten, entkam Rashid Rauf durch die Hintertür. Wir hatten einen ganz wichtigen Akteur, der Operationen gegen britische und US-amerikanische Bürger durchführte. Und der entwischte einfach durch die Hintertür. Als ich das an diesem Morgen hörte, dachte ich, das darf nicht wahr sein. Das ist kein kleiner Schieber, das ist ein großer Fisch. Ich war wirklich sauer und frustriert. Raufs Flucht machte die grundlegenden Spannungen zwischen den westlichen und den pakistanischen Geheimdiensten deutlich. Pakistan, speziell die pakistanische Armee und der pakistanische Geheimdienst, ist unser wichtigster und gleichzeitig unser schwierigster Verbündeter im Kampf gegen Al-Qaida. Seit über 30 Jahren kämpft Pakistan seinen eigenen Geheimdienstkrieg mit eigenen geostrategischen Zielen. Seit die Russen in den 80ern in Afghanistan einmarschiert waren, hatte Pakistan militante Islamisten unterstützt im Kampf gegen gemeinsame Feinde. Wir förderten den Dschihad gegen die Sowjetunion. Wir nannten das ein Dschihad, weil wir wollten, dass Mujahideen aus der ganzen muslimischen Welt kommen. Und das taten sie auch. Von Marokko bis Indonesien, rund 35.000. Dann trainierten wir die Taliban und schickten sie von Pakistan aus rein. Letztlich haben wir die religiöse Militanz in Afghanistan begründet, die dann zu uns zurückstrahlte. Wir führten auch das Konzept des Dschihad ein. Pakistan war in den letzten 3-4 Jahrzehnten Brutkasten und Hebamme für viele internationale terroristische Dschihad-Organisationen. Mehr als irgendein anderes Land auf der Welt. Pakistan hat ein Dschihad-Monster erschaffen, um seine eigenen Sicherheitsinteressen zu verfolgen. Noch immer verdächtigen westliche Geheimdienste Teile des pakistanischen Sicherheitsapparats, dem militanten Islam nahezustehen. In Pakistan gibt es eine gewisse Sympathie für Extremisten. Und die Regierung darf nach außen hin nicht allzu offen mit dem US-Zahlmeister anbändeln. Nirgends ist das deutlicher als in den abgelegenen Stammesregionen an der Grenze zu Afghanistan. Hier entstehen viele Terroroperationen gegen den Westen, wie auch der geplante Anschlag gegen die Flugzeuge. Osama bin Laden und die Al-Qaida zogen sich nach dem 11. September hier zurück. Aber warum wurde bin Laden so lange nicht gefangen genommen oder getötet? Jeden Donnerstagmorgen, wenn ich Präsident Bush briefte, habe ich diese Frage in der einen oder anderen Form zu hören bekommen. Dann drückte ich den Knopf und rief den Chef der Terrorismusbekämpfung und ich sagte zu ihm, der Präsident der Vereinigten Staaten hat mich zum x-ten Mal gefragt, warum finden wir Osama bin Laden nicht? Und der Chef der Terrorismusbekämpfung, ein wirklich sehr seriöser und engagierter Mann, beugte sich vor und antwortete, weil er sich versteckt. But we're gonna smoke him out. And we're adjusting our thinking to the new type of enemy. There's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive. Warum wurde Osama bin Laden 10 Jahre lang nicht gefasst? Einerseits, weil das Gelände sehr schwierig ist. Andererseits, weil die Leute ihn dort unterstützen. Schon als er Mujahideen war und gegen die Sowjets kämpfte, hatten ihm die Leute dort Unterschlupf gewährt. Damals war er ein Held. Alle Mujahideen, die gegen die Sowjets kämpften, galten als Helden.
Bei diesen Menschen ist Gastfreundschaft ein Brauch. Und für diese Gastfreundschaft stehen sie sogar mit ihrem Leben ein. In diese Stammesgebiete flüchtete sich auch Rashid Rauf, einer der Verdächtigen der geplanten Flugzeuganschläge, nachdem er seinen pakistanischen Wachen entwischt war. Jetzt, da er in relativer Sicherheit war, konnte er weitere Anschläge gegen den Westen koordinieren. Im Spätsommer 2008 traf er einen jungen freiwilligen Dschihad-Kämpfer aus den USA. Das war das neue, sehr gefährliche Al-Qaida-Modell. Wir rekrutieren Leute wie ihn und bilden sie hervorragend aus. Und er war sehr gut ausgebildet in Sachen Bombenbau. Sehr gefährlich, sehr wirksam. Dann sagten sie ihm, wir schicken dich nach Hause und du suchst dir deine Ziele selbst aus. Hauptsache, es wird groß. Nach seiner Ausbildung in Pakistan kehrte der neue Rekrut Najibullah Sazi in die USA zurück. Durch abgefangene E-Mails wurde er als Terrorverdächtiger identifiziert. Das FBI überwachte ihn heimlich dabei, wie er Acetonperoxid kaufte, ein Haushaltsprodukt, das zum Bau von Bomben verwendet werden kann. Jetzt machte er ernst. Er plante nicht mehr nur oder dachte darüber nach. Nein, er hatte Bomben gebaut und getestet und wusste, dass er es konnte. Er fuhr dann nach New York, um dort mehr Bomben zu bauen und wollte die Operation wohl auch dort durchführen. Sazi wollte im Herzen New Yorks zuschlagen, aber das FBI ließ ihn nicht aus den Augen. Die Agenten beobachteten ihn dabei, wie er große Verkehrsknotenpunkte, etwa die Grand Central Station, ausspähte. Sie vermuteten, dass er einen Anschlag auf die U-Bahn plante. Aber bevor er zuschlagen konnte, verhaftete die Polizei ihn und zwei seiner Komplizen. Damit verhinderte das FBI den ersten Selbstmordanschlag in den USA, der von einem Einheimischen durchgeführt worden wäre. Najibullah Sazi war die wahrscheinlich größte terroristische Bedrohung in den USA seit dem 11. September. Zum zweiten Mal hatte Rashid Rauf sein großes Ziel verfehlt, ein Blutbad unter Zivilisten anzurichten. Im November 2008 wurde Raufs Karriere als operativer Führer der Al-Qaida ein jähes Ende gesetzt. Nach meinen Informationen wurde Rashid Rauf bei einem Drohnenangriff getötet. Über mehrere Jahre hinweg hatten die US-Amerikaner an einer supermodernen taktischen Waffe getüftelt. Einer unbemannten Hightech-Drohne, ausgerüstet mit einer tödlichen Ladung Hellfire-Raketen. Mit ihr wollten die USA wichtige Al-Qaida-Mitglieder töten können, ohne auf die mitunter unzuverlässigen Pakistani angewiesen zu sein. Ihr Name: Predator. Barack Obamas Wahlsieg im November 2008 markierte eine grundsätzliche Neuausrichtung der USA im Kampf gegen Al-Qaida. Unter dem vorherigen Präsident George W. Bush hatten CIA und Militär freie Hand für einen Geheimkrieg gegen die Terroristen. Dabei galten Entführungen, geheime Verhörgefängnisse und Folter als probate Mittel. America doesn't torture, and I'm going to make sure that we don't torture. Those are part and parcel of an effort to regain America's
moral stature in the world. Obama versprach eine Rückkehr zu den Menschenrechten, um ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit zu schaffen. Aber aller liberaler Rhetorik zum Trotz wurde der Kampf gegen Al-Qaida mit aller Härte und rechtlich fragwürdigen Mitteln fortgesetzt. Amerika hatte seine neue Geheimwaffe unter Präsident Bush entwickelt, aber Obama entschied, den Einsatz dieser unbemannten Flugkörper zu forcieren. Meine Behörde hat darauf hingewiesen, dass ein bedeutender Teil von Al-Qaidas Führungsebene in den Stammesgebieten vom Schlachtfeld entfernt wurde. Dieser Ausdruck bedeutete früher töten oder gefangen nehmen. Seit den letzten Jahren bedeutete vom Schlachtfeld entfernen einfach nur noch töten. Wir machen keine Gefangenen mehr. Die Drohnen starten zwar in Afghanistan, aber kontrolliert werden sie per Fernsteuerung, tausende von Kilometern entfernt aus den USA. Das Militär präsentiert seine Drohnen nur zu gern. Aber das CIA-Programm ist so geheim, dass die Behörde nicht einmal seine bloße Existenz bestätigt. Ein signifikanter Teil der oberen Führungsebene von Al-Qaida wurde in den Stammesgebieten von Pakistan getötet. Durch Drohnen? Das sind Ihre Worte, nicht meine. Ich kann nur sagen, dass sie getötet wurden, urplötzlich und präzise. Präsident Obama hat über 160 Drohnenangriffe autorisiert. Fast viermal so viel wie Präsident Bush. Dadurch sind wir wieder oben auf. Das hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die oberste Führungsriege der Al-Qaida die meiste Zeit ums nackte Überleben sorgen muss und keine Zeit hat, sie oder mich zu bedrohen. Und das ist ein kriegsentscheidender Vorteil. Aber die Drohnenangriffe haben auch ihre Schattenseiten. Hunderte Zivilisten wurden getötet. Das führte zu Protesten über die Grenzen Pakistans hinaus und befeuerte die anti-amerikanische Propaganda noch weiter. Wie stehen Sie zu den Drohnenangriffen auf pakistanischem Staatsgebiet? Ich bin mir sicher, dass Sie die richtigen Ziele angreifen. Aber es gibt das Problem der Kollateralschäden, den Tod von Zivilisten. Und das zweite Problem ist die Verletzung unserer territorialen Integrität und Souveränität. Haben Sie das den Amerikanern erlaubt, dass sie Drohnenangriffe in Pakistan fliegen dürfen? Nein, das habe ich nicht. Sie haben dem nicht zugestimmt? Nein. Einige vertreten die Rechtsauffassung, dass die Drohnenangriffe in einem Land, in dem die USA nicht in einen bewaffneten Konflikt involviert sind, eine Verletzung internationalen Rechts darstellen. Andere sehen sie schlicht als rechtswidrige Tötungen. Das ist schon beängstigend. Die Macht, jemanden als Feind zu deklarieren und einfach so ausschalten zu können, ohne jeglichen Gerichtsprozess. Sind das nicht staatlich autorisierte Mordanschläge, Verdächtige ins Visier zu nehmen und aus der Luft Raketen auf sie zu schießen? Überhaupt nicht. Es geht hier um traditionelle Kriegsführung. Und das ist ein Krieg. Sie fragen, ob das Mordanschläge sind? Nein, das ist kein Mord. Das ist ein bewaffneter Konflikt, eine Aktion gegen eine bewaffnete feindliche Streitmacht. Das ist das inhärente Recht der USA auf Selbstverteidigung. Aber der Krieg ist in Afghanistan, nicht in Pakistan. Einige Menschen mögen das so sehen, aber das ist nicht die Ansicht der US-Regierung. Der Präsident, zwei Präsidenten haben gesagt, dass wir im Krieg sind. Erste Frage, haben Sie die Person zweifelsfrei identifiziert? Zweite Frage, haben Sie den richtigen Ort für den Drohnenangriff und hält sich die Person wirklich dort auf? Die Chancen, das alles hinzukriegen, sind ziemlich gering. Wer wird am Ende getötet? Sind das wirklich Taliban oder Al-Qaida-Anhänger? Oder Zivilisten, die dort zufällig rumlaufen und nichts damit zu tun haben? Es wäre naiv, der Propaganda zu glauben, die behauptet, dass diese fantastische Waffe immer die Richtigen trifft. Präsident Obama hat sich vom Stigma der Entführung und Folter befreit. Aber nun nutzt Al-Qaida die Drohnenangriffe für ihre Propagandazwecke.
Genau so, wie sie es früher mit den schweren Rechtsverstößen unter Bush getan hatte. Dadurch laufen ihnen weitere Anhänger zu, wie ein dramatisches Ereignis von Ende 2009 zeigt. Der vorgeschobene Stützpunkt Chapman ist das Nervenzentrum des US-Geheimdienstes im geheimen Drohnenkrieg. Er liegt im afghanischen Khost, nahe der Grenze zu Pakistan. Dort sammelt die CIA Informationen für die Drohnenangriffe. Der Einsatz von Drohnen funktioniert nur, wenn man gute Informanten auf dem Boden hat, die einem sagen, wohin man fliegen muss. Von hier aus koordiniert die CIA ein Netz von Spionen und Informanten. Das ist die gefährliche Frontlinie im geheimen Krieg gegen den Terror. Wenn man Informanten in das Stammesgebiet auf der pakistanischen Seite der afghanisch-pakistanischen Grenze schickt, muss man so nah ran wie irgend möglich. Gegen Ende 2009 bekamen die CIA-Agenten auf dem Stützpunkt eine einmalige Gelegenheit. Der jordanische Geheimdienst hatte eine palästinensische Quelle, Khalil al-Balawi. Der behauptete, die höchste Führungsriege von Al-Qaida infiltriert zu haben. Was al-Balawi anbot, war der heilige Gral im Krieg der Geheimdienste. Al-Balawi versprach außergewöhnliche Informationen, hinter denen wir seit 10 Jahren her gewesen waren, ohne auch nur in die Nähe zu kommen. Den Aufenthaltsort von Ayman al-Zawahiri Nummer 2 des Terrornetzwerks und vielleicht sogar den von Nummer 1, Osama bin Laden. Gleich nach dem schon fast phantomartigen Osama bin Laden war al-Zawahiri das strategische Mastermind von Al-Qaida. Die Geschichte von al-Balawi schien sehr glaubwürdig. Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen durfte. Für seine Verbindung zu Zawahiri hatte er einen handfesten Beweis. Soweit ich weiß, zeigte er Fotos, die ihn bei einem Treffen mit Zawahiri zeigten. Der ultimative Beweis dafür, dass er wusste, wo sich das Ziel befand. Die CIA arrangierte auf ihrem Stützpunkt ein Treffen mit ihrem unbezahlbaren Informanten. Al-Balawi traf gemeinsam mit seinem jordanischen Kontaktagenten ein. Der wertvollste Informant, den der Geheimdienst in seinem Krieg jemals rekrutiert hatte, wurde von einem Empfangskomitee der CIA begrüßt. Aber nur wenige Stunden bevor er den CIA-Stützpunkt betrat, hatte Al-Balawi für seine Gastgeber diese Videobotschaft aufgezeichnet. Inshallah will you get you down. Don't think that you just pressing a button, killing Mujahideen, you are safe. Inshallah, will death to will come to you through unexpected way. Inshallah, look, this is for you. It's not watch, it's detonator to kill as much as I can. Inshallah, this inshallah. Is my dua to kill you, to kill your partner, Jordanian partner, and inshallah, I go to the Firdaus al-A'la paradise, and you will be sent to the hell. And yawm al-qiyamah, we will inshallah see you again. Als al-Balawi aus dem Auto stieg, wollten die CIA-Männer ihn durchsuchen. Es passte ihnen nicht, dass er seine Hände immer noch unter seinem Umhang hatte. Al-Balawi drückte den Auslöser. Sieben CIA-Offiziere wurden getötet, darunter auch der Chef der Basis. Es war der tödlichste Angriff auf die CIA seit über 25 Jahren. Der Angriff von Khost zeigte, wie raffiniert und gerissen die Al-Qaida geworden war. It's not watch, it's detonator. To kill as much as I can. In diesem tödlichen Spionagespiel hatte Al-Qaida die CIA überlistet und eine Schlacht gewonnen. I go to the Firdaus al-A'la paradise and you will be sent to the hell. The Jordanian and the American intelligence services offered me millions of dollars to work with them and spy on Mujahideen here. But Alhamdulillah, I came to the Mujahideen
and I told them everything. In dem Video sitzt Al-Balawi neben dem Bruder des Taliban-Führers in Pakistan, der 6 Monate zuvor bei einem Drohnenangriff getötet worden war. Without the American CIA and Jordanian intelligence, a lesson they will never forget, with Allah's permission. Der Angriff auf die CIA-Basis war eiskalte Rache. Der US-Drohnenkrieg hatte noch andere weitreichende Konsequenzen. Der Terror aus der Luft zerriss die Führungsebene der Al-Qaida in Pakistan und hinderte sie daran, dort weiter Rekruten auszubilden und Anschläge zu organisieren. Ein wichtiger Grund dafür, dass Al-Qaida ihre Ausrichtung seit 2009 veränderte. Al-Qaida hat Rückschläge erlitten und einige wichtige Akteure verloren. Aber wie alle Terrororganisationen mutiert sie und lernt dazu. Das Netz hat sich ausgeweitet. Es gibt jetzt Gruppen auf der ganzen Welt und einige davon werden heute von der Al-Qaida geleitet. Der einzige Ort, an dem sie nicht sind, ist die Antarktis. Mit dem Anschlag am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Flug nach Detroit demonstrierte Al-Qaida auf erschreckende Weise ihre neue Flexibilität. Der junge Attentäter Umar Farooq Abdulmutallab hatte nie einen Fuß nach Pakistan gesetzt. Der nigerianische Student war von der Al-Qaida in Jemen auf der arabischen Halbinsel ausgebildet worden. Ich glaube, dass der Ableger auf der arabischen Halbinsel heute gefährlicher ist als die traditionelle Al-Qaida in Pakistan. Der Jemen ist heute eine Ausweichmöglichkeit für die Ausbildung von Terroristen. Die Region hat ihre eigene charismatische Terrorführerfigur. It is important that we present the proper role models for ourselves to follow, for our children. Der US-Staatsbürger Anwar al-Awlaki wurde bekannt als der Bin Laden des Internets. Bei fast jedem der jüngsten Terroranschläge im Westen hatte er seine Finger im Spiel. Al-Awlaki schlachtete das gescheiterte Attentat am ersten Weihnachtsfeiertag für seine Propaganda aus. Our brother Omar Farooq has succeeded in breaking through the security systems that have cost the US government alone over $40 billion since 9/11. Ist al-Awlaki mehr als nur ein Geistlicher? Viel mehr als das. Was ist er? Er ist ein Terrorist. Und er ist in fast jeden Anschlag, der von der arabischen Halbinsel ausgeht, involviert. Seine ideologischen Botschaften sind sehr einflussreich. Weil er Englisch spricht und sich die Reichweite des Internet zunutze macht, kann al-Awlaki junge Muslime auf der ganzen Welt rekrutieren, radikalisieren und zum Dschihad verführen. Er wurde zum Wortführer einer islamistischen Revolution. We cannot stand idly in the face of such aggression, and we will fight back and incite others to do the same. Das ist eine schreckliche Tragödie. Ich war hier am Tatort und im Krankenhaus. Die Soldaten, die Familienmitglieder und viele der großartigen Menschen, die hier arbeiten, sind völlig fertig. Al-Awlaki war der Mentor von Major Nidal Hassan, einem palästinensischen Psychiater, der in der US-Armee diente. Im November 2009 erschoss er 13 Soldaten auf einer Militärbasis in Texas. Im Oktober 2010 gelang es der Al-Awlaki-Gruppe, 2 technisch hochentwickelte Bomben in 2 Frachtflugzeuge zu schmuggeln, die in die USA flogen. Versteckt waren sie in Druckerpatronen. Wären sie explodiert, hätte es zu 2 Katastrophen im Ausmaß des Lockerbie-Attentats kommen können. Das war technisch ausgereifte und sehr kreative Arbeit. Mit den normalen Routinekontrollen war das extrem schwierig zu entdecken. Al-Awlaki feierte seinen Coup.
In dem von ihm herausgegebenen Hochglanzmagazin hieß es, die Operation hätte nur $4,200 gekostet, inklusive Verpackung und Versand. Die Transportunternehmen mussten ihre Sicherheitsvorkehrungen erhöhen, mit hohem finanziellen Aufwand. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ. Alaa Flaki ist jetzt im Fadenkreuz der USA. Er ist angeblich der erste US-Staatsbürger, den die CIA zur Gefangennahme oder Tötung freigegeben hat. Autorisiert von Präsident Obama. Ich habe gehört, dass der Präsident seine Zustimmung erteilt hat, Alaa Flaki ins Visier zu nehmen. Ist das nicht staatlich autorisierter Mord? Kein Kommentar. Aber Sie wären froh, wenn er von der Bildfläche verschwinden würde. Ich wäre darüber froh. Solche Personen müssen irgendwie neutralisiert werden. Alaa Flaki ist die größte aktuelle Bedrohung im geheimen Krieg gegen den Terror. Seine Internetpredigten auf Englisch haben eine neue Generation radikalisiert. Zehn Jahre nach dem 11. September hat sich der geheime Krieg gegen den Terror komplett verändert. Al-Qaida agiert heute global, ist unverwüstlich, anpassungsfähig und erfindungsreich. Das US-Gefangenenlager in Guantanamo Bay erinnert daran, wie schwierig und kontrovers der Krieg war. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt versprach Barack Obama, Guantanamo zu schließen. Und damit auch ein unrühmliches Kapitel der US-Geschichte. The process whereby Guantanamo will be closed no later than one year from now. Aber über zwei Jahre später werden hier immer noch 170 Menschen ohne Gerichtsverfahren gefangen gehalten. Viele von ihnen radikale Al-Qaida-Anhänger. Einige wurden misshandelt. Wir durften nur wenige filmen und ihre Gesichter nicht zeigen. Wir kennen diese Typen jetzt seit 9 Jahren und wissen, was für Jungs uns da angegriffen haben. Wir wissen, ob sie kooperativ sind oder nicht. Aber selbst wenn sie kooperativ sind, heißt das noch nicht, dass sich ihre Ideologie geändert hätte. Sie wollen immer noch unsere Wachen töten und unsere Organisation zerstören. Sie sind immer noch im Krieg. Präsident Obama hatte versprochen, viele der Gefangenen in den USA vor Gericht zu stellen. Aber das stellte sich als so gut wie unmöglich heraus. Denn die Beweise, die man durch Folter oder Misshandlung erhalten hatte, würden kaum zugelassen werden. Die Hälfte der verbliebenen Gefangenen könnten entlassen werden. Aber viele Herkunftsländer wollen sie nicht wieder ins Land lassen. Sie seien zu gefährlich. Einige, die entlassen wurden, haben sich wieder der Al-Qaida angeschlossen. Fürs Erste wird Präsident Obama Guantanamo und seine Folgen nicht los. Am 12. September 2001 wurde den USA sehr viel Wohlwollen entgegengebracht, weil die Amerikaner Opfer eines schrecklichen Verbrechens geworden waren. Aber weil wir in einer Art und Weise darauf reagiert haben, die all unsere Werte über Bord warf, hat man uns für Heuchler gehalten. Wir schufen Guantanamo Bay auf Kuba und behaupteten, damit unsere Art zu leben schützen zu wollen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war unser Rechtssystem über Bord zu schmeißen. Scheinheiligkeit erzeugt Hass, und der hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Viele Menschen, die uns früher einmal mochten, hassen uns jetzt. Auch wenn die Verbrechen des Geheimkrieges Amerikas Ruf beschädigt haben. Einige Geheimdienstchefs glauben trotzdem, dass sich der Druck auf Al-Qaida ausgezahlt hat. Sie glauben, dass der 10-jährige Zählkampf einen Anschlag in der Größenordnung des 11. September sehr viel unwahrscheinlicher gemacht hat. Es ist für sie viel schwieriger geworden, einen spektakulären Anschlag durchzuführen. Zukünftige Angriffe werden weniger komplex und organisiert sein, auch weniger Aussicht auf Erfolg haben.
Es wird weniger Tote geben, aber auch mehr Angriffe. Was ist Al-Qaida anderes als eine Terrororganisation? Was ihre Identität? Nimmt man den Terroraspekt weg, sind sie verdammt gewöhnlich. Der geheime Krieg hat den Konflikt nachhaltig geprägt. Aber die Geheimdienste verstehen langsam, dass in diesem Kampf die Herzen und die Köpfe eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wir müssen uns an unsere Werte, unsere ethischen Standards und unsere Gesetze halten. Wir dürfen nicht in Versuchung geraten, den gleichen Weg zu gehen, den andere vor uns gegangen sind und der ein großer Fehler war. Nur dann können wir mit moralischer Autorität die Probleme lösen, die dem Ganzen zugrunde liegen, und eine langfristige politische Lösung finden. Ist dieser Krieg zu gewinnen? Nicht im militärischen Sinne. Es wird kein Waterloo oder El Alamein geben. Wenn wir es schaffen, dass es weniger Anschläge gibt, weniger tödliche Anschläge, weniger junge Menschen, die damit hineingezogen werden, wenn es eine Lösung des Palästina-Konflikts gibt und insgesamt weniger Gründe für Terror, dann wird auch die Bedrohung stark zurückgehen. Aber diese Terminologie, den Krieg gegen den Terror zu gewinnen, habe ich mir nie zu eigen gemacht. Militäroperationen gegen die Organisation allein können nichts ausrichten. Wir können nicht gegen eine revolutionäre Botschaft kämpfen. So eine Botschaft braucht mitunter viele Jahrzehnte, bis sie stirbt. Ginge es nur darum, ein paar hundert Leute zu eliminieren, wäre das viel einfacher. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Neutralisierung einer Revolution. Die meisten Terrorkonflikte werden letztendlich durch einen klaren Sieg der einen oder anderen Seite gelöst. Oder von Regierungen, die mit den Terroristen verhandeln und sich an die politischen Wurzeln des Konflikts wagen. Ein Umdenken könnte das Gebot der Stunde sein. Müssen wir mit Al-Qaida reden? Ich würde mir wünschen, dass wir das versuchen. Es ist immer besser, mit deinen Angreifern zu sprechen, anstatt zurückzuschlagen, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hoffe, dass wir auf die Taliban und die anderen Menschen an den Rändern von Al-Qaida zugehen und mit ihnen sprechen können. Glauben Sie, dass die Terroristen, die Taliban, die Al-Qaida zuhören werden? Das weiß ich nicht. Es wäre einen Versuch wert.